In diesem sehr kurzen Video möchte ich Ihnen jetzt vorstellen, wie man seine Grafiken auch speichern kann. Ich schlage Ihnen wirklich sehr gerne vor, dass Sie als PDF sie immer speichern. Der Unterschied zu einer normalen Grafikdatei, wie zum Beispiel PNG oder JPG, ist, dass es eine Vektorgrafik daraus wird und das bedeutet auch, dass Sie es in verschiedenen Formaten und Größen auch drucken können später. Es gibt sozusagen dann keine Überraschungen, dass es so schlechte Qualität hat, die Datei, dass man es eigentlich in seinem Bericht oder in seiner sonstigen Arbeit nicht mehr so richtig verwenden kann und dass es so verpixelt aussieht, dass es einfach nur hässlich wird. Ich habe mich hier ein bisschen was vorbereitet mal wieder. Das ist ein ganz einfaches Skript, in dem ich eine Figur erzeuge mit zwei Achsen und ich plotte irgendwelche Daten. Vielleicht kommt Ihnen diese Daten sogar ein bisschen bekannt vor. Und jetzt am Ende möchte ich sie tatsächlich auch mal speichern. Und dafür benutze ich eine sehr einfache Funktion, die nennt sich SaveFig. Und dort übergebe ich normalerweise nur zwei Parameter. Einmal den Dateinamen selbst. So, das kann ich jetzt den Namen auch natürlich ändern in meine Grafik. So, und Bounding Boxes Inches hat eben ein bisschen was damit zu tun, wie das Ganze repräsentiert ist. In Details wollte ich hier jetzt eigentlich nicht reingehen. Ich benutze es normalerweise, damit die verschiedenen Titel nicht überlappend kommen. Wenn ich das jetzt ausführe, sehe ich erstmal nichts Interessantes. Hier zeigt er mir wieder diese Grafik, aber ob er jetzt schon was getan hat, gucken wir mal hier rein. Hier ist mein Skript, der nennt sich ja Matplotlib-Figure. Und hier ist tatsächlich jetzt ein PDF rausgekommen. Den öffnen wir mal, um zu gucken, ob er da ist. Und in der Tat, der ist da und man merkt, dass es eine Vektorgrafik ist, weil egal wie groß man das macht, er behält immer eine sehr gute Auflösung. Genau deswegen sieht man es ja auch. Wenn ich das jetzt ändern würde in, sagen wir, PNG und das wieder ausführe, dann PDF ist ja immer noch da, weil wir es ja gerade gespeichert haben. Wenn ich jetzt diese PNG hier aufmache, sieht sie auf den ersten Blick genauso aus, aber wenn ich es richtig aufmache und ein bisschen größer, dann sieht man, ups, das ist ganz schön verpixelt. Und genau das meinte ich damit. Deswegen schlage ich Ihnen wirklich vor, immer in PDF zu drucken, damit sind Sie auf der sicheren Seite. Damit wissen Sie jetzt auch, wie man seine Grafiken am Ende speichert. Oft kommt die Frage, gerade von MATLAB-Benutzern, ob es die Möglichkeit gibt, eine Grafik, eine Figur oder diese Achsenkreuze, die man bereits bearbeitet hat, ob man die irgendwie wieder einladen kann, um sie weiter zu bearbeiten. Das ist nicht wirklich so direkt möglich, wie es in MATLAB ist. Hier gibt es in Matplotlib gibt es zwei Möglichkeiten. Normalerweise wird eigentlich die Datenanalyse von der Datendarstellung getrennt. Das heißt, ich habe zwei verschiedene Skripte und wenn ich die Daten wirklich fertig habe, dann habe ich mir ein Skript gebastelt, der die Grafiken auch automatisch erzeugt. Das ist der normale Weg. Es gibt tatsächlich aber jetzt seit einigen Versionen von Matplotlib auch die sogenannten interaktiven Grafiken, damit man es eben nicht mit Code machen muss, sondern ähnlich wie bei MATLAB. Aber in unserem Fall werden wir darauf verzichten und Ihnen nur die Skriptvariante zeigen. Das heißt, Sie haben nur eine Möglichkeit, die Graphen zu erzeugen und danach als PDF, JPG zu speichern, aber Sie können sie nicht wieder einlesen, wie MATLAB zum Beispiel das hat. Dankeschön.